müsst ihr ein bisschen schnell sein mit euren Händen. Wir gehen auf den Boden, fangen erstmal leicht an und machen 5, indem wir den Ball loslassen, dann hinter die Beine greifen und das halt wieder andersrum. Das heißt, vorne, hinten, vorne. Immer so weiter, davon machen wir jetzt 10 schnelle und los geht's. Vor, zurück ist mal eine Wiederholung. 5 habe ich jetzt. 7, 8, 9 und 10. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Wir versuchen das Ganze ohne, dass der Ball auf den Boden tickt. Davon machen wir auch nur 5 Stück. Das heißt, wir werfen den Ball hoch und sind dann ein bisschen schneller und fallen den Ball ohne, dass er auf den Boden tickt. Nach 5 Stück. Ihr könnt es gerne noch ein bisschen länger machen, wie ihr das möchtet. Wenn das zu schwer ist, macht einfach weiter mit denen auf dem Boden liegen. Gut, jetzt machen wir das Ganze diagonal. Also einmal eine Hand vor dem Bein, eine Hand hinter dem Bein. Wir lassen den Ball los und wechseln das Ganze auf die andere Seite. Davon machen wir auch wieder 10 Stück und los geht's. Das Ganze jetzt natürlich auch wieder schwieriger, also ohne dass der Ball auf dem Boden liegt. Hochwerfen und tauschen. Davon dürft ihr gerne 5 oder 10 machen oder gerne noch mehr und probiert das einfach aus in allen Varianten, die ich euch gerade gezeigt habe, wie es am besten klappt und wie ihr es am besten schafft. Viel Spaß!